Der Handschuh, Leute. Ich könnte den Handschuh wirklich auf 21 bringen. Namen Kobi und willkommen im Stream. Die supergeilen Erstangebote. Ja, ich weiß, die supergeilen Erstangebote, Leute, die sind mir auch gerade so heftig im Nacken, weil man bekommt diesen ollen Handschuh, ich glaube, nur irgendwie mit Pain erstmal auf 21 und 3,49 für alle drei Sachen. Ich meine, wenn jetzt alle drei Sachen nur 3,49 kosten würden, dann hätte ich das Paket schon lange gekauft, aber für 3,49, ich überlege mal gerade, 1,50, 3 Euro, 12, 14, 15 Dosen, okay, kriegen wir hin, bisschen frech. So frech ist das gar nicht. Ich finde gar nicht mal, dass das so frech ist. Sie wollen es einem ja auch schmackhaft machen, ne? Das meiste, was da angeboten ist, schaffst du in 7 Tagen. Okay, also soll ich es nicht machen. Okay, ja, dann mach ich es nicht. Dann klicke ich es weg. Okay, dann lass mal in den letzten CK schauen hier. Den haben wir, glaube ich, irgendwo gewonnen. Und ich glaube, wir haben auch eine nette Streak hier, Leute. Also eine Serie hier. Lucy mal wieder ganz frisch am Start mit Rathaus 16. Hat wieder Bock, hat er geschrieben. Und wir wären nicht hier eine kollektive Bande, wenn wir nicht altvergessene Member wieder aufnehmen würden. Aber Versprechen ist gut. Halten wäre noch schöner. Ja, also es macht wieder Bock. Okay, er ist auch am Start. Hat auch schon immerhin, ich meine, die Helden sind jetzt gar nicht mal so schlecht, aber 89 ist noch die Queen, aber er hat Bock. Sieht man auf jeden Fall an dem Pad. Denn das Pad ist auch nett stark. Hat sich auch gleich die 1 vorgenommen. Hier als 9. Okay. Kann man mal machen. Was hat er am Start? Ein Hydra. Heißt das Hydra, ne? Das heißt Hydra, oder? Warum heißt das eigentlich Hydra? Könnt ihr mir das erklären? Das hat ja gar keinen. Das hat ja überhaupt keine Bewandtnis. So wie ein Go-La-Lo oder ein Go-Vibe oder ein Go-Viviva. Warum heißt das Hydra? Was ist halt hier dran jetzt? Was ist hier dran jetzt Hydra? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wisst ihr nämlich selber nicht, ne? Ihr quatscht auch den großen YouTubern alles einfach nach. Die haben einfach eine Angriffsstrategie und nennen die Hydra. Also die nennen die Hydra. Und dann ist das Hydra. Und alle glauben das. Hey Toto, kannst du eine Hydra? Nee, ich kann kein Hydra, weil ich nicht mal weiß, was das ist. Aber okay, scheinbar wusste Luzi das. Hinten schön den Drachen zum Pfannenloch genommen. Der fliegt allerdings nicht weiter nach außen, aber er hat ja noch ein bisschen was. Hat Izuma mal gesagt, siehst du? Ich sag ja. Hat Izuma mal gesagt, siehst du? Da ist das. Hat Izuma mal gesagt. Izu hat gesagt, das ist ein Hydra. Und dann ist das so. Was Izu sagt, ist irgendwie Clash of Clans Bibel. Ja? Dann ist das so. Oder nicht Bibel, sondern wie heißt das hier bei uns hier? Wie heißt denn das hier? Das Wörterbuch, wo alles drin steht. Dann ist das im Duden. Ja, dann ist das im Clash of Clans Duden. Hybrid von Drachen. Okay, welche Drachen? Achso, du meinst Drachen jetzt mit den Drachenreitern und Drachen. Okay, das ist mir schon ein bisschen plausibler. Da könnte ich tatsächlich mit leben oder mit sterben. Dass es ein Hybrid von Drachen ist. Also hybride Drachen. Also nicht männlich, nicht weiblich, sondern eher divers. Nur, wer ist hier divers? Die überleben aber auch nicht bis zum Ende, ne? Hybridanleitung Hydra, okay. Hydra, Drachen, Hybrid, Drachen und Drachenreiter. Ich hab's jetzt geschnackelt, Leute. Okay, dann heißt es halt Hybrid. Aber die Ärzte, die lassen mich nicht los, ne? Die Ärzte, die lassen mich nicht los gerade. Scheiß Ärzte. Vielleicht sollte ich doch noch eine Nacht drüber schlafen. Ich glaube, ich schlafe noch eine Nacht über die Ärzte, oder? Dann hol sie dir. Nee, ich schlafe noch eine Nacht. Nein, ich schlafe noch eine Nacht. Wir gehen jetzt gleich sowieso pennen. Level 21 hat Zeithaus. Meinst du, Izu hat gesagt, mach das ganz schnell auf 21, aber nicht auf 27. Jetzt komme ich wieder, weißt du, mit. Der hat aber gesagt, mach das ganz schnell. Er ist auch geil, der King.
Ich glaube, im Moment ist es die geilste Figur schlechthin in Clash of Clans. Gerade durch diese Vergrößerung. Und nicht nur das, die Vergrößerung ist das eine. Ja? Die Verschlimmbesserung ist ja noch das andere. Der ist ja enorm stark. Früher war der King einfach nur so dazu da, hast ein bisschen gefunnelt. Der King hat ein bisschen was weggemacht, aber heute ist es eine echte Schlüsselfigur geworden. Klar, er ist der Erste, der... Natürlich ist der King der Erste, der diese epische Rüstung bekommen hat. Wenn nicht er, wer dann? Ja, wenn nicht er, wer dann? Er ist der King mit der Faust. Und nicht die Queen hier mit Pfeil und Bogen. Komm, die schafft eh jedes 16er hier. Der Gift hier ist eh geschenkt hier für die Queen. Muss man ganz klar so sagen. Ne? Ist geschenkt. Ich finde, 16 ist schwächer als 15 es jemals war. 15 war kacke. 14 war noch ganz gut. Aber 16 ist viel besser zu schaffen, als es 15 jemals war. Oder wie man jetzt so eine Aussage treffen könnte. Lord of War hier, der Martin mit Hybrid immer noch geil am Start hier. Der Hybrid zieht immer noch und ist, glaube ich, gar keine so in der Munde Angriffsstrategie hier auf Rathaus Level 16. Der Hybrid ist einfach so da, aber man kann sagen, der Hybrid ist auch ab Rathaus Level, weiß ich nicht, 11, ne? 11, 12, 13 bis 16 zieht er sich durch, wenn er gut gespielt wird. Und da kann dann so ein Hydra auch nicht mehr so gegen anstinken, ne? Die Glati ist der stärkste Held, ja. Als wenn ein Tag was dazwischen ausmacht. Na, mal ehrlich, zum ersten Mal schon auf 1, gut und schön. Aber so ein Gamechanger ist auch nicht. Vor allem durch den Bug. Er irrelevant. Ist der immer noch da, der Bug? Okay, es gibt immer noch Bugs. Okay. Es gibt immer noch Bugs. Bugs. Naja, ja, Leute. Ihr seid es mir. Naja. Aber seht es mir nach, dass ich mal wieder hier in der... Mitten so im Live-Ding hier angreife, beziehungsweise euch ein paar Angriffe zeige, mitten im Livestream, aber das hing mir jetzt eben doch so ein bisschen mit den Erzen, das ging mir gerade eben so ein bisschen nahe. Das ist auch cool, ne? Wutzauber und dann gleich Queen. Zack. Helden weg. Alle. Naja, drei Stück. Okay. Drei Stück. Einer steht noch hier in der Mitte. Aber klar, kein Eisgolem dazu genommen, kein gar nichts. Allerdings doch, er hatte was zugenommen, nämlich den Headhunter. Aber auch hier wieder, ich finde es wirklich nicht so stark, das Rathaus 16. Klar geht dir das was weg, natürlich. Aber guck mal, Queen jetzt da im Feld, der Gift hier nur da. Ja? Das war vorher nicht anders, ja, aber das Rathaus 15 war halt viel, viel stärker, weil die Rathäuser halt so abgespeckt wurden. Okay, der hatte auch, Alter, wie viel Headhunter hatte der in der Klamburg? Okay, braucht er gar nicht mal giften, hat den Gift auch gar nicht mehr. Schön mit Heilzauber hier, mit den Widerreiterinnen, nein, mit den Wurzelkriegerinnen, Toto, ja, mit den Wurzelkriegerinnen. Okay, sie sind ein bisschen langsam im Abgang, ja, bisschen langsam im Abgang, aber wenn sie vorangehen, so wie hier, dann sind die doch schon ganz gut zu gebrauchen. Nach wie vor, Heilzauber, kommt er hier jetzt gleich, vielleicht? Der Heilzauber wäre hier nicht schlecht gewesen, ne, aber er hat ihn oben geworfen, ne, irgendwo. Haben wir jetzt nicht gesehen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem unseriösen Angebot haltet von Supercell. Echt mal 1000 von den ganzen Shinies, 200 und auch noch von den Stern-Shinies für 3,49. Und zwar nicht, dass das eine Angebot teurer ist als das Angebot. Nein, alle Angebote sind gleich stark. Danke dir, Don Maton, für die Verfolgung. Willkommen im Kanal. Und so läuft das hier im Livestream bei mir. Manchmal auch schleppend, manchmal auch echt schleppend. Ich habe heute nur Timefail hingelegt. Conan hat auch noch Timefail hingelegt. Und der eine oder andere auch noch. Oder sind Timefails hier die geniale Lösung im Moment im Rathaus 16-Bereich? Scheinbar nicht.
Ich überlege immer, was ist der. Warum ist es einfacher als auf 15? Die Base hat sich nicht vergrößert. Es gibt nicht mehr Mauern. Die Defensive ist eingeschweißt worden in die beiden Bogenschützentürme und in die beiden Kanonen. Das heißt, es gibt eigentlich weniger Def, aber ein bisschen effektivere Def. Aber dennoch hat sich ja hier am Layout oder am Outfit nicht wirklich was geändert. Ja, da muss ich den großen Meister, glaube ich, mal fragen. Ich muss, glaube ich, mal, was hier der wirkliche Unterschied ist, weil es fallen mir hier ein bisschen zu viel Dreier. Ich meine, ich bin froh, dass wir hier so viel Dreier fahren. Ich bin echt froh, dass wir so viel Dreier fahren, denn wir haben hier eine 10er Streak, also 10 Stück. Das ist echt mal nett. 10 mal hintereinander, jetzt schon die erste hier mitgenommen und es reicht trotzdem nicht. Okay. Gauter, I like to join your clan. Was steht bei unten in der Clan-Beschreibung? Wir sind ein geselliger und strichvoller Haufen, Leute, bei Aktivität, wenn du aktiv bist und gerne CLK, CWL, CS spielst und dich sonst beteiligst, dann bist du hier richtig beim Anklopfen. Kurze und nette Vorstellung. Das scheint ihr auch noch nicht begriffen zu haben. Ich werde euch das in den nächsten Videos mal beibringen, wie das richtig geht, dass ihr einen Clan voll macht oder auch nicht. Aber erstmal bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr der Meinung seid, das Video ist ein Like da, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Und dann macht's wieder, Baba. Alter, diese Wiederholungen immer, ne? Ist egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich mache jetzt die Aufnahme aus. 12 Minuten soll sie laufen. 56, 57, 58 hatte ich mir so vorgenommen für einen Montag. Habt einen schönen Wochenstart. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.